Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank hier nach Lübeck für die Einladung. Ich möchte mich als allererstes auch bei Herrn Nobis bedanken hier und natürlich auch viel Respekt zollen. Das möchte ich als allererstes tun für diesen doch anstrengenden, kurzen, aber doch nicht einfachen Wahlkampf. Ich will hier auch nicht mit Ergebnissen und Umfrageergebnissen aus meinem Bundesland, wo ich herkomme, aus Sachsen, jetzt hier prahlen. Das habe ich nie gemacht, werde ich auch nicht machen, weil ich auch weiß, wie schwer ihr es hier habt. Und deswegen ist der Respekt dahingehend, was ihr hier leistet, auch viel größer als vielleicht bei einigen Wahlkämpfen, die wir alle im Osten toll finden, die auch Motivation für euch sind. Nichtsdestotrotz bin ich wirklich gern hier, euch zu unterstützen, sie zu unterstützen. Ich habe ja auch schon mit einigen Direktkandidaten hier gesprochen, die sich trotzdem engagieren, obwohl vielleicht die Aussicht auf den Landtag wesentlich geringer ist als Listenkandidat. Nichtsdestotrotz, genau das finde ich toll und dafür möchte ich mich auch im Namen der gesamten Bundespartei bedanken, denn das ist das, was uns ausmacht, das ist das, was eigentlich unseren Erfolg bringt, dass so viele mitziehen, auch aus diesen Positionen heraus. Also nochmal herzlichen Dank dafür. Und Frau von Storch hat einiges schon angesprochen. Ich werde in einigen andere Punkte mit ansprechen, auch was wirtschaftliche Dinge angeht. Aber wir sind die einzige Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, die einzige wirklich wahrnehmbare Opposition. Mittlerweile ist es ja unisono geworden, dass die Große Koalition, wie sie sich beschimpft eigentlich oder schimpft, wie sie eigentlich noch größer ist, weil sie braucht ja für ihre Mehrheiten generell jetzt die CDU. Das ist ja mittlerweile bei einigen Dingen schon im Bundestag geschehen und auch wir haben es gesehen und daran erkennt man eigentlich, dass wir weiterhin die größte Opposition im Deutschen Bundestag sind. Nach was schaust du? Das ist weg. Warum auch immer, das kriege ich jetzt neu. Danke sehr. Ja, also wir sehen, dass die Regierung eben so schwach ist, dass sie die CDU braucht. Also braucht es auch weiterhin eine starke Opposition. Und das sind wir, weil wir realitätsorientierte und vor allen Dingen auch seriöse Oppositionsarbeit leisten. Das machen Sie hier im Landtag, das machen wir im Bundestag, in allen 16 Landtagen im Übrigen. Und das soll auch so bleiben. Deswegen ist es wichtig, dass es auch im Norden eine starke Opposition hier im Landtag gibt. Und was natürlich trotzdem klar sein muss, was unser langfristiges Ziel auch sein muss, ist, dass wir irgendwann natürlich auch in Deutschland mitregieren. Das muss auch irgendwann hier in den westlichen Bundesländern passieren, nicht bloß in Kommunalparlamenten, wo wir teilweise schon im Osten doch die Mehrheiten haben, um mit CDU oder auch mit FDP zu Sachanträgen doch zusammen Politik zu gestalten. Das mögen die Medien nicht gerne hören. Es ist aber mittlerweile Tatsache, das muss man auch immer wieder betonen. Deswegen ist es auch wichtig, dass es eine AfD gibt. Und ich selbst stehe auch dafür, dass wir uns auch weiterhin hier in Deutschland mittlerweile als einzige Partei für den Mittelstand einsetzen. Das ist die starke Säule in unserem Land. Ich bin selbst Handwerker und Unternehmer, wie Sie vielleicht wissen, und ich trete dafür auch stellvertretend ein. Und genau für dieses Klientel müssen wir Wahlkampf machen, müssen wir uns einsetzen, weil das sind die Letzten, die sich überhaupt noch wertschöpfend in diesem Land dafür einsetzen. Die brauchen uns, und das ist das letzte Sprachrohr, das die AfD hier eigentlich noch bietet. Und deswegen müssen wir weiter auch genau für dieses Klientel, Mittelstand und Mittelschicht, was gleichbedeutend ja mittlerweile ist, uns auch einsetzen. Ja, und deshalb muss es eben auch gerade in diesen Tagen darum gehen, eine Vision auch für eine starke und unabhängige Wirtschaft in Deutschland und in Europa vor allem zu entwickeln. Und dafür brauchen wir natürlich auch Frieden auf dem Kontinent. Und die Alternative für Deutschland wird sich auch mit aller Kraft, wir haben es in dem Eingangsstatement heute schon gehört, wird sich mit aller Kraft gegen Krieg stellen. Und auch dafür haben Sie uns zum zweiten Mal in den Deutschen Bundestag gewählt. Und wir vertreten also neben dem Bundestag natürlich, wie ich es eingangs sagte, auch alle 16 Landesparlamente. Und das muss so bleiben, das wird auch so bleiben. Deswegen bin ich auch gern hierher gekommen, in Kiel Wahlkampf zu machen, genauso wie ich morgen in Essen Wahlkampf mache. Und ich denke, liebe Freunde, das ist auch ein Riesenerfolg. Und das Positive, das müssen wir viel mehr hervorrufen als AfD, für den ich mich auch ganz herzlich nochmal hier bedanken möchte. Das haben wir alle zusammen auch geschafft, was wir auch hier im Schleswig-Holstein geschafft haben, auch wenn es manchmal sicherlich schwierig war, auch wenn es manchmal intern gekracht und geknallt hat. Das
gehört dazu. Am Ende muss das Ergebnis zählen und das wollen wir auch nächste Woche Sonntag hier haben. Und im 10. Jahr mittlerweile unseres Bestehens, also wir kommen mittlerweile in ein Alter, wo wir nicht mehr nur von junger Partei sprechen können und dürfen, sondern wir müssen uns natürlich weiterentwickeln, weiter disziplinieren. Wir sind aber trotzdem noch mit 10 jung, aber stark. Wir müssen weiter für unsere Heimat eine starke Stimme bilden. Das ist nur mit der AfD möglich und gerade auch in dieser schwierigen Zeit braucht man eben uns als Korrektiv und das erleben und sehen wir eigentlich jeden Tag. Und mit dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine, was uns alle schockiert hat, haben wir vor zwei Monaten ja wieder Krieg in Europa. Und das nimmt uns natürlich alle mit und das macht uns natürlich auch alle ein Stück weit sprachlos. Damit verbunden sind Flucht, Leid, Elend der Bevölkerung. Wir sehen es jeden Tag. Und in diese höchst gefährliche Dynamik für Europa und die Welt wurde nun in Deutschland unter der Regierung Scholz sind wir wieder mit hineingezogen worden. Wir haben das, die Debatte im Bundestag erlebt. Denn seit Donnerstag steht es fest, Deutschland wird schwere Waffen an die Ukraine liefern. Und diese Hypothek für Deutschland und Europa haben die Koalition und, wie ich schon sagte, die Unionsfraktion durch den Deutschen Bundestag gebracht. Es waren nur 100 Abgeordnete, die dagegen gestimmt haben, darunter so gut wie alle Abgeordneten auch unserer Fraktion. Und ich muss sagen, als Familienvater und auch Sohn eines Vertriebenen oder von Vertriebenen macht mich das einfach nur noch sprachlos und traurig. In die Hände solcher schlafwandelnden Traumtänzer dürfen wir unser Land nicht noch einmal legen. Das sage ich ganz bewusst und ich habe diese Debatte auch im Bundestag wirklich teilweise schockierend verfolgt. Fakt ist auch eins, und ich weiß auch, dass man davon spricht, keine Waffen zu liefern, das sei dann pazifistisch. So werden wir ja teilweise dargestellt. Auch ich wäre als Pazifist dann dargestellt und das kann ich gleichwohl sagen, dass ich das mit Sicherheit nicht bin. Aber ich frage Sie, wer sagt, dass diese Position eigentlich pazifistisch sei? Findet der etwa dann patriotisch in unseren eigenen Landen, unsere Bürger in einen Krieg zu treiben? Ist es patriotisch, in einen Konflikt einzutreten und zu wissen, dass die eigene Armee die Heimat hier und heute überhaupt nicht verteidigen kann mit dem Zustand der Bundeswehr? Wir jedenfalls, wie ich schon sagte, sind keine Pazifisten. Wir sehen die Realitäten und möchten Frieden auf diesem Kontinent. Europa. Und dafür muss die Friedensrhetorik, und das betone ich immer wieder, eben in den Vordergrund treten. Und das sehe ich aktuell eben nicht. Weder in den Medien, die hauptsächlich mit dazu beitragen, das sage ich ganz bewusst, unsere Politiker in einen Überbietungswettbewerb der Forderungen zu stellen. Man möchte quasi immer mehr, dass man sich überbietet. Und wenn ich Herrn Münzenich nicht, den Fraktionsvorsitzenden der SPD, höre, der auch gestern, der sagte, man müsse Russland diplomatisch isolieren. Und wenn man das nämlich genauso fordert, dann sind das nämlich Sätze, wo ich sage, wenn man jemanden diplomatisch isoliert, dann kann man auch diplomatisch nicht mehr verhandeln. Dann treibt man es weiter voran. Genauso die Aussage, die ich noch viel schlimmer finde, ist von von Alexander Graf Lambsdorff, der dort tatsächlich im Fernsehen sagte, dieser Krieg muss auf dem Schlachtfeld entschieden werden. Und wenn man solche rhetorischen Fehlschläge sieht, dann kann ich nur sagen, das ist absolute Kriegstreiberei. Und dagegen müssen wir uns wehren. Und ich sage es ganz bewusst, natürlich müssen wir und werden wir den Kriegsflüchtlingen helfen und unterstützen, wie die Notleine natürlich auch vor Ort. Humanitäre Hilfe muss hier auch im Vordergrund stehen, dazu steht auch die AfD, zum Beispiel durch die Lieferung von medizinischen Hilfsmitteln, von Medikamenten sowie natürlich auch durch die Bereitstellung von sauberem Wasser und Energie. Und darüber hinaus jedoch ist unsere Position auch hier klar. Deutschland befindet sich nicht im Krieg mit Russland oder irgendeinem anderen Staat. Und das soll und muss auch so bleiben. Gerade mit unserer Vorgeschichte, mit unserer Vergangenheit, die wir alle erlebt haben, die noch nicht mal so lange her ist, muss es auch wirklich so bleiben. Eine potenziell drohenden atomare Konfrontation müssen wir mit allen Mitteln verhindern, liebe Freunde. Ja, das ist auch unsere Position und das ist auch unsere Position, die vom Bundesfachausschuss, vom Bundestag, aber auch von fast allen oder von allen Landesparlamenten genauso und Positionen der Landesvorstände gesehen wird. Das Erfolgsrezept unserer Partei lautet hier auch konsequente Opposition. Und damit haben wir im Deutschen Bundestag zum Beispiel die Impfpflicht gestoppt. Und wer hätte das genau? Wer hätte das vor 3 Monaten noch für möglich gehalten?
Wir haben es für möglich gehalten. Wir haben daran geglaubt. Wir haben uns nicht einschüchtern lassen. Wir sind nicht umgekippt. Wir haben daran geglaubt, dass wir die Impfpflicht stoppen können, zusammen mit den Bürgern natürlich, mit den vielen fleißigen Bürgern, auch Patrioten auf der Straße, überall in Deutschland, die jede Woche friedlich für ihre körperliche Unversehrtheit spazieren gegangen sind, demonstriert haben. Die vor der Bundestagswahl haben ja alle Parteien, auch der Großen Koalition und auch der Union, gesagt, dass es eine Impfpflicht nicht geben wird. Nach der Wahl sind alle umgefallen, schneller als man gucken konnte. Nur wir haben weiterhin dafür gestritten, haben uns weiter dafür eingesetzt, dass wir gegen eine Impfpflicht sind. Nur die Alternative für Deutschland ist standhaft geblieben für die Freiheit. Wir haben im Bundestag eine erfolgreiche Politik gegen die allgemeine Impfpflicht gemacht und waren damit auch erfolgreich, denn die Impfung muss die freie Entscheidung eines jeden Bürgers sein. Ja, mit der Impfpflicht ab 60 wollte Karl Lauterbach durch die Hintertür den Zwang für alle einführen. Das war das Ziel. Wir haben den Gesundheitsminister aufgehalten und als nächstes sorgen wir auch dafür, und das dürfen wir auch nicht vergessen, dass auch die Impfpflicht für Pflegeberufe eben wieder zurückgenommen wird, weil genau das ein riesiges Problem für unsere Pfleger ist. Unsere Pfleger haben neben dem, was sie während der Pandemie doch geleistet haben, eben Respekt und anständige Bezahlung verdient und nicht Zwang und Nötigung. Genau das wollen wir einfordern. Ja, wir sind die Alternative und wir machen Politik zum Wohle Deutschlands, zum Wohle der Bürger, die tagtäglich zur Arbeit fahren und immer weniger Geld zum Leben haben. Letzten Monat hatten wir eine Inflationsrate von 7,3%. Bei den Verbraucherpreisen haben wir mittlerweile eine Inflation von über 30%. Und das geht weiter so. Und das ist der höchste Wert seit über 40 Jahren. Über 2 Euro kostet der Liter Sprit, 2 Euro die Butter, 4 Euro das Brot beim Bäcker, teilweise noch höher. In Berlin habe ich neulich gesehen, da kostet sogar ein Brot 5 Euro. Also das war mich schon für Wahnsinn empfunden. Und das ist ja eigentlich ein Lebensmittel. Nee, das war ein ganz normales Pfund. Und das ist ja eigentlich ein Lebensmittel, was man sagt, was eigentlich für günstige Ernährung dienen sollte, mal ursprünglich. Mittlerweile ist Brot wahrscheinlich schon Luxus. Sonnenblumenöl ist ja mittlerweile nur noch Glückssache zu kaufen. Also wir haben längst die höchsten Strompreise in Europa, auch das allerdings schon vor dem Krieg. Und der Krieg ist auch hier nicht ursächlich zu nennen. Aus der Kernkraft sind wir ausgestiegen. Den Kohleausstieg hat man auch vorgezogen. Ganze Regionen, gerade Kohleregionen, verarmen. Und ich komme aus der Lausitz, ich kann Ihnen das wirklich eindrucksvoll schildern, wie man das mit Strukturwandel, und ich höre das seit 2015 aus meiner Region, aus Sachsen, aus der Lausitz, aber auch aus den mitteldeutschen Revieren, aber aus NRW gibt es hier ähnliche Gebiete, wo man das als Strukturwandel beschreibt. Und ich sage Ihnen, es ist nichts anderes als Strukturschwindel. Seit 2015 ist in Sachsen, was Strukturwandel angeht, nichts passiert, gar nichts. Und deshalb werden wir auch in Sachsen diese Regierung in 2 Jahren zum Teufel jagen. Das sage ich ganz bewusst. Dort ist es dann Zeit, dass wir 2024 den Ministerpräsident auch stellen werden. Und dafür werden wir uns alle, und ich hoffe auch mit der Unterstützung aus Schleswig-Holstein, einsetzen, dass wir dort das erste Bundesland dahingehend bringen, dass wir auch Regierungsverantwortung übernehmen und auch beweisen können, dass wir für Deutschland Politik machen. Ja, jetzt will die Bundesregierung auch noch den Ausstieg aus dem russischen Gas. Auch das interessant, ohne Alternative, ohne dass man weiß, wie es weitergehen soll, wie das bezahlt werden soll. Man kann natürlich jetzt alles Putin in die Schuhe schieben, aber am Ende ist es trotzdem, und müssen Sie dafür bezahlen, müssen wir alle dafür bezahlen. Und das hat eben Konsequenzen. Ich war auch vorige Woche interessanterweise mit dem IHK-Präsidenten, habe ich mich getroffen und mit weiteren Wirtschaftsvertretern, ohne die Namen jetzt hier alle zu nennen, die auch diese Entscheidung der Sanktionspolitik der Bundesregierung für verrückt bezeichnet haben. Sie sehen es eben und Sie sehen selbst, was das für unsere Wirtschaft bedeutet, zum Beispiel für BASF, zum Beispiel auch für Leuna in Sachsen, wo tausende Arbeitsplätze daran hängen und dass es eben keine alternativen Energien gibt und auch kein Gas aus Katar. Die sind überhaupt nicht in der Lage, das zu liefern. Also allein das war auch ein Besuch von Herrn Habeck, der nur Show war und der nichts gebracht hat für unsere Wirtschaft. Also hier muss man wirklich mit Verstand und vor allen Dingen im deutschen Interesse handeln. Das ist wichtig. Hier muss man auch auf unsere Bevölkerung, auf unsere Wirtschaft Rücksicht nehmen, liebe Freunde. Und wenn ich Altbundespräsident Gauck höre, der sagt, die Bürger sollen frieren für die Freiheit. Finanzminister Lindner sagt, der Ukraine-Krieg macht uns alle ärmer. Ist auch immer schön, wenn die immer von uns sprechen.
Und diesen Wohlstandsverlust könne auch der Staat nicht auffangen. Dann wissen Sie, was eigentlich passiert. Und ich sage Ihnen, kein Deutscher hat zu frieren, weil die Bundesregierung seit Jahren versagt. Dann ist die Bundesregierung, die versagt. Kein Bürger sollte 2,20 Euro für Sprit bezahlen, weil die Regierung die Abgaben nicht senkt. Denn das ist der Grund. Und deshalb fordern wir auch Energiesteuer abschaffen, CO2-Steuer abschaffen und Mehrwertsteuer gerade für die Verbrauchsprodukte deutlich senken, Kernausstieg und Kohleausstieg revidieren. Auch das ein riesiger Fehler der CDU. Und auch laufende Lieferverträge mit Russland müssen erfüllt sein, von beiden Seiten, das sage ich ganz bewusst. Und die Grundsicherung ebenso wie der Mindestlohn müssen an die Inflation gekoppelt werden. Auch das ist eine wichtige Forderung. Ja, liebe Freunde, die Inflation ist die unsozialste aller Steuern. Sie trifft vor allem die Mittelschicht und schon mit nur 5% Inflation sind unsere Sparguthaben, Altersrücklagen und Rentenansprüche nach 10 Jahren, und das ist nicht viel, wie wir alle wissen, und wir haben ja mittlerweile, wie gesagt, eine Inflation von über 7% gesamt, nach 10 Jahren nur noch weniger als die Hälfte wert. Und darauf steuern wir sehenden Auges gerade hin, dass wir im Prinzip genau auf diese Art enteignet werden. Es ist natürlich auch gewollt. Es ist ja nicht so, als wenn das alles aus Versehen passiert. Die Bürger, und das ist das, was wir fordern, brauchen eben deswegen endlich Entlastung. Und man braucht sich bloß die steigenden Energiekosten angehen, aber dabei geht es ja längst nicht nur um Privathaushalte, sondern um die gesamte Wirtschaft. Hohe Strom- und Kraftstoffpreise bringen uns schon jetzt Betriebe an den Rand des Ruins, gerade energieintensive Betriebe wie Gießerei- und Metallbaubetriebe werden die nächsten Monate und Jahre schließen. Das ist schon jetzt ein Fakt und das sind tausende Arbeitsplätze, die verloren gehen. Also jetzt übrigens noch von Facharbeitern, die uns fehlen, zu sprechen, das ist schon fast ein Hohn, das sage ich ganz bewusst. Und dann schauen wir uns mal an, der Einzige, der seine Einnahmen gerade massiv steigern konnte, ist nämlich der Staat selbst. Genau mit diesen hohen Werten der Inflation. Die Steuereinnahmen wachsen unaufhörlich im ersten Quartal 2022 um 34%, um sage und schreibe 24% oder 19 Milliarden zusätzlich auf knapp 64 Milliarden für Bund und Länder im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Also Herr Lindner nimmt prächtig ein, er freut sich über jede Preiserhöhung an der Tankstelle, denn auf diesen Preis kommt natürlich immer wieder die Mehrwertsteuer drauf, ist ja ganz klar. Und da läuft nicht wirklich gewaltig was schief. Und deswegen sagen wir, für Hilfen in alle Welt ist ja stets Geld da, muss ja auch Geld da sein, aber die Entlastung der Bürger, die lässt auf sich warten. Im Übrigen auch das, wenn ich die Sofortprogramme an die Ukraine sehe, die Geldprogramme an die Ukraine, dann fragen Sie mal die Menschen und die Bürger im Ahrtal. Da gibt es immer noch Familien, die in Notunterkünften leben. Und das ist wirklich eine absolute Schande für dieses Land. Ja, in Krisenzeiten muss der Staat sich auf das Wesentliche konzentrieren. Ich habe es eingangs gesagt, Ideologiepolitik und großzügige Subventionsverteilung können wir uns einfach nicht mehr leisten. Deswegen muss es auch einen Kassensturz geben und man muss sich auch mal anschauen, für was gibt der Staat eigentlich alles Geld aus? Was ist eigentlich noch notwendig, gerade in Krisenzeiten, und auf was kann man wirklich verzichten? Statt neue Schulden zu machen, müssen im Gegenzug auch die öffentlichen Ausgaben reduziert werden. Zum Beispiel Senkung der Mehrwertsteuer oder auch wie unsere polnischen Nachbarn, und das erlebe ich nun mittlerweile, ich wohne ja an der polnischen Grenze, dass es sich mittlerweile lohnt, von Dresden oder von Berlin nach Polen tanken zu fahren, das sagt eigentlich alles aus. Man macht sich einen 20-Liter-Kanister in den Kofferraum und fährt von Berlin nach Polen tanken, es lohnt sich. Also das sagt eigentlich, wo wir stehen, und deswegen muss es hier auch eine Senkung der Mineralöl- bzw. der Mehrwertsteuer auch auf diese Kosten geben, damit sich eben diese Verschiebung auch dieser den Kosten eben und die soziale Entlastung vorangetrieben wird. Ja, liebe Freunde, wir haben jetzt eine große gemeinsame Aufgabe. Wir müssen die Alternative überall so stark machen wie in den alten oder beziehungsweise wie in den neuen Bundesländern. Wir müssen den Regierenden auf die Finger schauen. Das schaffen wir auch hier in Schleswig-Holstein. Da bin ich mir sicher. Ich habe wirklich hier sehr sympathische, sehr tatkräftige Kandidaten gesehen. Und ich bin immer gerne bereit, wenn ihr mich einladet, hierher zu kommen, euch zu unterstützen, in welcher Form auch immer. Lasst uns kämpfen, lasst uns zusammenkämpfen, lasst uns für unsere demokratischen Rechte und Freiheiten eintreten. Wir sind ein Heimatland, das ist unser Heimatland.
Und lasst uns deshalb für jede Stimme kämpfen. Ich habe gehört, dass viele Infostände und dass auch der Wohlwolle der Bevölkerung immer größer wird, auch hier in Schleswig-Holstein. Das macht Mut, das sollte uns Mut machen. Das sind die positiven Dinge und mit denen möchte ich jetzt schließen. Und deswegen werden wir auch nächste Woche mit einem starken Ergebnis in den Landtag einziehen. Vielen Dank. Applaus